hallo hier beim Homie Omi. Ja, heute gibt es einen Team Deathmatch auf der Karte Hardhead und dieses Gameplay sollte eigentlich dafür verwendet werden, dass es ein Dual Live Commentary mit dem Infinix aka Manu Chano wird. Doch ich, Depp, habe leider die Audiospur von dem Ganzen gelöscht und ja, jetzt muss ich das Gameplay leider so benutzen. Tut mir echt leid an dich, wir können das gern noch einmal machen. Es ist nämlich so eine Reihe, wir haben uns hier gesagt, Reine gibt dem einen schlechte Klasse und andere dem anderen. Und wir haben uns halt so gegenseitig die schlechtesten Klassen, die wir so finden, angesagt. Und er hat mir hier die PKB Passionate gegeben mit dem Schalldämpfer. Das ist eigentlich eine Waffe, die ich relativ also bevorzuge derzeit. Also das ist eine richtig geile Waffe, die hat richtig Power. Habe ich jetzt auch schon weiter. Also ich mache ja kein Prestige, deswegen werde ich die auch in Gold leveln. Und apropos Gold, ich werde jetzt wirklich dann bald mit dem 4-2 Lightning ein Dual Commentary machen. Da wird es auch ein Gameplay, ein goldenes geben. Und ja, heute wollte ich eigentlich ein paar Themen ansprechen. Beginnen wir noch einfach gleich mal mit dem ersten, nämlich irgendwie macht mir Zocken gerade nicht so Spaß. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt in letzter Zeit nicht so oft im Skype bin und so. Also alle, die sich da fragen, ja, irgendwie macht es mir derzeit keinen Spaß und so. Auch nicht Battlefield oder gar nichts. Einfach allgemein Zocken finde ich jetzt nicht mehr so lustig. Vielleicht kommt das ja wieder. Es kommt ja und geht, dieses Zocken, dass man da Lust dran findet, denn derzeit ja einfach der Spaß nicht mehr da, so wie es mal früher war. Jetzt probiere ich halt in MW3 so ein bisschen alles zu leveln und ja, gehen wir doch einfach mal weiter, nämlich ich habe ja schon am Anfang angesprochen, dass ich da ein Duel mit dem 4-2 Lightning mache und ja, das ist halt so mit den Duels und so, da ich auch jetzt nicht so oft im Skype bin, ist das ein bisschen problematisch. Ja, krasse Betonung und ich mache das gerade hier ganz spontan, also nicht jetzt hier vorbereitet oder irgendwas. Ich wollte euch einfach mal wieder ein Gameplay-Commentary bringen. Auf jeden Fall habe ich ja heute auch ein Thema. Ich habe eine lustige Real-Life-Story-Geschichte, was auch immer. Also, wir waren so zu fünft beim Pound und da war Chano dabei, eben der Pound und ja, wir haben ja dort keine Zockerparty gemacht, sondern dort war es einfach so, seine Eltern sind auf den Schulball gegangen, wir sind halt zu ihm gekommen und ja, er hat dann so, was weiß ich, es war auch ein Älterer dabei, der hat uns dann hier schön alles hier besorgt und so. Und ja, ihr dürft es jetzt nicht falsch verstehen, auf jeden Fall, ja, das war dann so voll krass und ich kann es euch ja mal vorlesen, wie er halt dann alles so richtig fett und so. Ich suche ihn jetzt hier mal, denn er hat es mir dann geschrieben, was am nächsten Tag passiert ist. Nämlich, wir sind dann so heimgefahren oder so um 1 und er hat dann noch 2 zum Bahnhof begleitet. Und ich suche jetzt hier gerade diese Nachricht, denn ich habe wirklich mich totgelacht. Also, er schreibt. Also, ich wach so um 8 auf, weil ich pissen muss. Ich gehe pissen, gehe wieder ins Bett und schau kurz aufs Handy. 10 Anrufe in Abwesenheit. Zwischen 1 und halb 2 von meiner Schwester und Mutter und 3 SMS, wo steht, ja, sie kommen nach Hause, ob ich eh zu Hause bin und ob ich eh nicht weg bin, weil ich zugesperrt habe. Und dann habe ich nicht gewusst, was war und ich habe aber wen gehört, also sie waren da. Das ist nur ein bisschen komisch zum Lesen, sorry. Dann habe ich halt überlegt, wie die reingekommen sind und ob ich gestern dann noch weg war oder ob ich ihn besoffen aufgemacht habe und so, weil ich konnte mich an nichts erinnern und ich BMI, ich 2 verfickte Stunden wach im Bett gelegen und habe mich fast angeschissen, weil ich so Angst hatte. Ich hatte keinen Plan, was war, hätte genauso gut sein können, dass ich meinen Eltern vor die Füße gekackt habe, haha, aber Mann, das war echt leibernd. Ja, also es war wirklich ein kurioser Abend, also war wirklich lustig. Und hier gerade zum Gameplay, das ist richtig, oh mein Gott, ich habe mir wirklich im Live-Commentary habe ich echt Angst gehabt, dass ich jetzt abkratze und hier nehme ich die ACR auf, ich glaube das Gameplay geht 18:0 aus, also wirklich defensiv gespielt und ja, also das war echt genial und ja, Gameplay, was kann ich denn noch zum Gameplay sagen? Ich bin hier wirklich nur defensiv vorgegangen, denn im Live-Commentary-Mob wäre natürlich schon richtig, richtig krass und ja, was kann ich euch denn noch erzählen? Ich habe jetzt hier wirklich nichts vorbereitet, also mal so ganz spontan.
Was fällt mir denn gerade so ein? Ja, genau, gestern war doch, oder nicht gestern, sondern heute, keine Ahnung, wann ich das hochladen werde, auf jeden Fall habe ich heute von Commander Krieger dieses Video gesehen, da, na, wie heißen sie denn? Hertha BSC gegen, keine Ahnung, auf jeden Fall bei dem Match, wo sie den Platz gestürmt haben, ich kann es jetzt kurz mal suchen. Genau, Fortuna Düsseldorf gegen den Hertha BSC, die Fans stürmen den Platz, also das finde ich echt ein Skandal, denn bitte, erstes Bundesligaspiel Fortuna Düsseldorf, ich meine, sollten sie doch genießen und nicht die Fans das Spiel abbrechen. Ich weiß gar nicht, ob es abgebrochen wurde. Nur, ja, ist schade, finde ich, für Fortuna Düsseldorf. Wen das jetzt nicht interessiert, in der österreichischen Bundesliga geht es ja gerade wirklich nicht ab. Also da ist ja gerade nichts Aktuelles, nichts Spannendes. Auf jeden Fall, das Gameplay ist gleich zu Ende. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, meine Stimme zu hören, meinen Commentary-Stil, was auch immer. Wenn ich irgendwas verändern soll oder so, dann schreibt es mir auch bitte gerne in die Kommentare. Und zum Black Ops 2 Trailer weiß ich noch nicht, ob ich dazu was sage, denn da habe ich eine Anfrage bekommen, aber da möchte ich noch eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Und ja, 7500 zu 3100, Manu Chano hier mit meiner MP5-Klasse, die ich ihm gegeben habe, den letzten Abschuss. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, euer Homie Omi. Break it down.